Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige Debatte hat uns wieder eines gezeigt. Der soziale Wohnungsbau ist ein komplexes Thema, und mit Übereifer und Polemik kommen wir hier nicht weiter, lieber Herr Kollege Kühn. Grundsätzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, stimmen wir hoffentlich in einem Punkt überein, jedenfalls hoffentlich in der Bestandsaufnahme. Es fehlt an günstigem Wohnraum in den Großstädten, und es ist gut, dass wir heute über dieses wichtige Thema insofern sprechen. Fakt ist, wir brauchen jährlich rund 400.000 neue Wohnungen. Wir brauchen Wohnraum in allen Bereichen, in allen Segmenten, und ja, wir brauchen eben auch günstigen Wohnraum. Und ich hoffe, auch hier sind wir uns noch einig, der soziale Wohnungsbau wird diesen Bedarf alleine nicht decken können. Meine Kollegen haben es ja eben schon in den Vorreden deutlich gemacht, gerade private Investoren und auch der Eigenheimbau, auch das sind eben zentrale Säulen, die wir dringend stärken müssen. Und dazu brauchen wir eben auch die steuerliche Förderung im Mietwohnungsneubau. Das sind ganz wichtige Anreize für den Wohnungsmarkt. Und auch mit einem attraktiven Baukindergeld muss jungen Familien geholfen werden, den Traum vom Eigenheim zu realisieren. Und das Thema Baukindergeld wird gerade in der nächsten Legislaturperiode ganz oben auf unserer Agenda stehen. Da hoffen wir, deutlich mehr zu bewirken. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen eben einen Fehler nicht machen. Wir dürfen die Wohnungsbaudebatte nicht allein auf die Brennpunkte des Wohnungsmarktes verengen. Jetzt auf Teufel komm raus, billigen Wohnraum, graue Wohntürme in vielen neuen Satellitenstädten zu schaffen, das führt eben in eine vollkommen verkehrte Richtung. Damit schaffen wir den Sanierungsfall für die Zukunft und auch Leerstände von morgen. Da gibt es genügend Beispiele in der Vergangenheit, in der DDR. Und schauen wir aufs europäische Ausland, rund um Frankreich, in den Vorortstädten. Die Bilder kennen wir alle, die brauche ich hier nicht wiederholen. Und deswegen plädiere ich dafür, nicht nur an den Symptomen herumzudoktern, sondern eben das Problem wirklich an der Wurzel zu packen und vor dem Hintergrund auch erst einmal eine kleine Bestandsaufnahme. Ja, Städte sind Magneten mit einer großen Anziehungskraft. Viele Menschen zieht es dorthin. Aber eben nicht jede Stadt ist auch gleich ein pulsierender Jobmotor wie München, Frankfurt oder Hamburg. Und eben nicht jede Stadt bietet einen sicheren Hafen für Vollbeschäftigung. Wenn ich beispielsweise an Bremen oder Bremerhaven oder auch zahlreiche Städte in Nordrhein-Westfalen denke, dann sind sie von Vollbeschäftigung weit entfernt, und dann sind sie teilweise eben auch die traurigen Anführer in den Arbeitslosenstatistiken. Und meine Botschaft lautet daher: Schaut aufs Land. Es ist fahrlässig, den ländlichen Raum in der Diskussion über bezahlbaren Wohnraum zu ignorieren. Ja, viele Menschen zieht es vom Land in die Städte, aber da müssen wir eben auch eine Ecke weiterdenken. Der ländliche Raum darf nicht länger Ursache des Problems sein, sondern er muss eben Teil der Lösung werden. Und ich will das gerne mal an einem Beispiel bei mir verdeutlichen. Mein Wahlkreis liegt im Elbe-Weser-Dreieck zwischen den Metropolregionen Hamburg auf der einen Seite und der Großstadt Bremen. Wir sind eine kraftvolle Region im ländlichen Raum mit einem starken Branchenmix aus Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und vor allem einem starken und gesunden Mittelstand. Ja, und wir sind der Jobmotor. Rund um Zeven beispielsweise haben wir fast Vollbeschäftigung, 4% Arbeitslosenquote. Aber wir haben noch mehr. Wir haben ein starkes Miteinander, eine lebendige Vereinsstruktur und auch ganz viel Grün um uns herum. Warum also in Hamburg und Bremen immer weiter verdichten, wenn die schönste Region zum Wohnen genau zwischen diesen beiden Metropolregionen liegt? Dort, wo Menschen Urlaub machen. Bei uns, bei mir in Zeven, Selsingen, Hasefeld, Friedenbeck, ich könnte zahlreiche Gemeinden weiter nennen, da sucht der Mittelstand händeringend Arbeitskräfte. Im Handwerk werden dringend Auszubildende gebraucht. Genau, lieber Michael, da pulsiert es. Das sind Chancen, die wir nutzen können und die wir auch nutzen müssen. Die Menschen sehen sich nach einer Heimat, einem Zuhause, wo sie sich wohlfühlen, wo sie eingebettet sind in ein gutes Umfeld von Familie, von Freunden und von Vereinen, und wo sie gute Arbeit finden können, wo sie mit ihren Familien Wurzeln schlagen. Aber was sich eben niemand wünscht, das sind anonyme, kalte, graue Vorstädte ohne sozialen Rückhalt, ohne gute Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und daher müssen wir aufpassen, dass wir eben keine Ballungszentren schaffen, die am Ende zum Ballungsraum für Probleme werden. Und ich glaube, der ländliche Raum, der kann zu einem ganz wichtigen Entlastungsventil für überhitzte Wohnungsmärkte werden.
Aber die Frage stellt sich dann, was müssen wir tun, damit unsere liebenswerte Heimat, eben der ländliche Raum, eine wirkliche Entlastungsfunktion einnehmen kann? Und an erster Stelle steht das Thema Verkehrsinfrastruktur. Autobahnen, Straßen, Schienenwege, das sind die Lebensadern einer modernen Volkswirtschaft. In meiner Heimatstadt Stade sind wir mittlerweile an das S-Bahn-Netz der Metropolregion Hamburg angeschlossen. Das gibt uns die Möglichkeit, dass Tausende von Pendlern eben auf die S-Bahn umsteigen können. Denn mit meinem VW-Bus, mit dem ich unterwegs bin, brauche ich für 35 Kilometer von dem Tor meines Hauses in Stade bis nach Hamburg für 35 Kilometer Luftlinie teilweise über eine Stunde Fahrzeit. Bis zu 2 Stunden braucht man da. Und Autobahnen, die wir eben brauchen, A26, wurden Jahrzehnte von politischen Gegnern bekämpft und man hat allein 40 Jahre gebraucht, um sie gerade mal bis zur Hälfte realisieren. Und wir sind unglaublich dankbar und auch stolz hier auf diese große Koalition, dass wir jetzt den Bundesverkehrswegeplan im letzten Jahr auf die Straße gebracht haben, im Übrigen gegen Grüne und Linke beschlossen, sie haben das ja bekämpft, damit es endlich weitergehen kann mit unseren dringend notwendigen Verkehrsachsen A26, A20 und die zahlreichen Autobahnen und Bundesstraßen in den Wahlkreisen meiner Kollegen. Und natürlich müssen wir die Digitalisierung und den Breitbandausbau eben auch schnellstens voranbringen. Die digitale Spaltung muss beendet werden. Und wir brauchen auch flächendeckend Funkmasten. Dieser Schweizer Käse, den wir haben, wenn ich durch meinen Wahlkreis fahre, das muss ein Ende haben, dass man dort permanent Abrisse hat. Herr Grundmann, erlauben Sie eine Frage oder Bemerkung von Frau Ley? Ja. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich freue mich ja, dass die Debatte zu unserer großen Anfrage sozialer Wohnungsbau jetzt eigentlich zu einer gesamtgesellschaftspolitischen Debatte geworden ist. Und ich möchte es auch gerne konkret machen. Also bei uns in der Lausitz beispielsweise, da finden die Menschen keine Arbeit, es fährt kein Bus vom Dorf in die nächste Stadt. Und dank der Schulschließungspolitik Ihrer Kollegen von der CDU finden Sie auch keine Schulen mehr auf dem Land. Deswegen ziehen Sie dann beispielsweise nach Dresden und nach Leipzig, weil Sie dort Arbeit, Schule und öffentliche Infrastruktur finden. Dort finden Sie aber dann keine bezahlbare Wohnung mehr. Meine Frage an Sie ist, was raten Sie jetzt eigentlich Ihren Kolleginnen und Kollegen von der sächsischen CDU? Sollen Sie diese fatale Schulschließungspolitik in ländlichen Regionen beenden oder endlich Sozialwohnungen auch in Sachsen bauen? Denn es ist eines der wenigen Bundesländer, wo in den letzten Jahren keine einzige Sozialwohnung gebaut wird. Ich finde das wirklich beschämend. Ja, sehr geehrte Frau Kollegin Ley, ich danke Ihnen für Ihre Frage. Natürlich, das eine tun bedeutet nicht, das andere zu lassen. Wir müssen die privaten Kräfte im Wohnungsbau stärken. Wir müssen eben durch entsprechende Anreizsysteme Möglichkeiten schaffen, dass private Bauwillige dort etwas tun. Und wir müssen den ländlichen Raum stärken. Und ich glaube, da sind die Kolleginnen und Kollegen auch insbesondere in den östlichen Bundesländern auf sehr guten Wege. Den ländlichen Raum müssen wir eben kraftvoll ausbauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme noch zu einem weiteren Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist ein Thema Geruchsemissionsrichtlinie. Junge Familien in Niedersachsen, insbesondere bei uns im Elbe-Weser-Raum, dürfen nicht mehr in ihren Heimatdörfern bauen, dürfen dort nicht bauen, wo sie geboren sind, wo sie aufgewachsen sind, wo sie als Kinder gespielt haben, weil es dort eine Vorschrift gibt, die Geruchsemissionsrichtlinie, die es ihnen verbietet, selbst in Baulücken auf elterlichen Grundstücken günstige Eigenheime zu errichten. Und nur weil es eben nach Landluft riecht, die sie seit ihrer Geburt eingeatmet haben, die gesundheitlich nachweislich absolut unbedenklich ist. Aber der niedersächsische Umweltminister stellt sich quer und denkt überhaupt nicht daran, die Geruchsemissionsrichtlinie zu überarbeiten und das Bauen auf dem Lande zu ermöglichen. Und hier hoffe ich auf Unterstützung, dass wir das zukünftig aus dem Wege räumen können. Das kann doch nicht sein, dass der ländliche Raum wegen solches Bürokratieirrsinns weiterhin ausblutet und unsere Dörfer keine Zukunft haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir es richtig anfassen, dann kann der ländliche Raum eine wesentliche Entspannungsfunktion in den Wohnungsmärkten herbeiführen. Der ländliche Raum und das Umland von Städten kann ein leistungsstarkes Entlastungsventil für unsere Städte werden. Aber dann müssen wir ihm eben auch Chancen geben und der Blick nur auf Großstädte zu verengen, das ist eben der falsche Weg. Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren, besteht aus Städten und Dörfern. Deutschland besteht zu 90% aus ländlichem Raum und die Hälfte der Menschen lebt eben auf dem Lande. Und daher wiederhole ich meine Botschaft hier noch mal ganz klar. Schaut aufs Land,
wenn die Entwicklungschancen gerecht und gleich verteilt sind, wenn der Wohnungsmarkt auch in den Städten entspannt wird, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance. Davon profitieren wir dann alle, die Städte und das Land. Und in diesem Sinne lassen Sie uns diesen Weg weitergehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Oliver Grundmann. Nächster Redner, Carsten Träger für die SPD-Fraktion.